Dankeschön, genau. Wir beginnen den Abend mit der Fanhilfe. Fußballfans, immer wenn sie zu Fußballspielen gehen, sind sie immer öfter wieder betroffen von Gewalt und ja, gewalttätigen Auseinandersetzungen ausgesetzt. Viele sagen dann, ja und, sie sind ja selber schuld, warum gehen sie da hin, die kloppen sich eh die ganze Zeit, was ist da jetzt mein Problem? Das Problem liegt aber komplexer. Es sind eigentlich eher die Gewaltmomente von Fans versus Polizei, als dass eigene Fangruppen sich untereinander verprügeln. Ja, darüber beschwert sich die Fanhilfe und prangert es an. Die Fanhilfe bietet einen Rechtsbeistand für Fußballfans. Sie versucht, die Verbände untereinander zu vernetzen und vor allem dafür zu sorgen, dass bei Veranstaltungen Polizisten eine Kennzeichnungspflicht haben sollen und auch, dass eine deeskalierende Strategie gefahren wird. Wer schon mal auf einer Demo war, weiß, wie es da zugehen kann. Das sind so die Punkte, um die es sich dreht. Trotzdem bleiben aber noch die negativen Schlagzeilen. Dazu kommen neue Polizeigesetze, die alles nochmal verschärfen und die Strategie des lieber vorher was tun und wer verdächtig ist, ist bestimmt auch schuldig. Und dass das so nicht bleiben kann, das sagt... Ich muss noch ein bisschen an meinen Karten arbeiten. Das sagt Linda. Die ist nämlich Vorstandsmitglied von den Fanhelfen. Sie ist Strafverteidigerin und außerdem engagiert sie sich in der schwarz-gelben Hilfe in Dresden. Genau, und sie wird uns jetzt mal allumfassend aufklären, wie Stadionbesucher eigentlich als Versuchsobjekte für Überwachungstechnologien benutzt werden. Genau, bitte, Linda. Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich werde jetzt mal kurz noch was zum Dachverband erzählen. Also wir sind über 20 Fanhilfen, die sich da organisieren. Derzeit liegt unser Hauptaugenmerk noch so in der Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, haben aber noch andere Projekte jetzt in Planung. Und wir verstehen uns so als das Sprachrohr für die Rechte von Fußballfans. Ja, das Thema ist ja Europameisterschaft der Überwachung und Kontrolle. Also es gibt ja Maßnahmen von der Polizei, ja, es gibt die Überwachungsmaßnahmen, verschiedene Kontrollmöglichkeiten. All das, ja, kommt jetzt in der Europameisterschaft auch zum Tragen, aber uns als Fußballfans, die jetzt ja, wöchentlich zu Heim- und Auswärtsspielen fahren, uns betrifft das jede Woche. Also wir sehen uns damit immer konfrontiert. Jetzt natürlich Europameisterschaft, da betrifft es natürlich auch andere Fans, die jetzt eher so zur Nationalmannschaft fahren. Aber uns, wie gesagt, wöchentlich. Ich habe das so in verschiedene Themenkomplexe mal unterteilt, fange jetzt eher mal so mit dem Mildesten an, obwohl das schon eigentlich erschreckend ist, und zwar polizeiliche Datenbanken. Da ist für uns als Fußballfans die relevanteste Datenbank die Datei Gewalttätersport. Es gibt noch mehrere Dateien auf Länderebene, die werden von den einzelnen Bundesländern bespielt, zum Beispiel die EASY-Datei in Bayern. Aber dieses ganze Ausmaß ist überhaupt nicht feststellbar. Also wir wissen nicht, wie viele Datenbanken es überhaupt gibt und was da gespeichert wird, wer da drin gespeichert wird und so weiter. Also es ist eine willkürliche Datenerhebung aus unserer Sicht. Es ist intransparent, da auch die Einarbeitung dieser Daten nicht kommuniziert wird. Also es gibt auch Löschfristen formal, aber die werden halt eigentlich nie eingehalten. Ja, da ploppt dann so ein Fenster auf und dann, ja, jetzt müsste der Eintrag gelöscht werden, ja oder nein, und dann wird einfach weitergeklickt. Ja, weiteres Problem ist bei der Datei Gewalttätersport, der Begriff an sich, Gewalttäter, ist schon irreführend. Also denkt man ja wirklich gleich an Gewalttaten, irgendwelche Körperverletzungsdelikte, wie auch immer. Aber man kann zum Beispiel schon aufgrund einer Identitätsfeststellung, das heißt polizeiliche Maßnahme, es wird nach einem Personalausweis gefragt und das ist an sich nur die Identitätsfeststellung. Und schon deshalb, wenn das im Rahmen eines Fußballspiels passiert, kann man schon in dieser Datei Gewalttätersport landen. Also ohne jemals überhaupt eine Straftat ausgeübt zu haben und schon gar keine Gewalttat. Ja, dieser Datensammelwahnsinn, der lässt zwar etwas nach, wenn man jetzt so den Zahlen glauben mag, aber das Ausmaß ist halt nicht abschätzbar. Also wir gehen davon aus, dass es ein riesengroßes Dunkelfeld gibt, weil wir einfach die ganzen Datenbanken nicht kennen. Wir als Dachverband fordern die Abschaffung der Datei Gewalttätersport. Wie gesagt, Erhebung, die Speicherung und die Löschung, das ist völlig intransparent und eigentlich eines Rechtsstaates nicht würdig.
Ja, dann komme ich zu den Aufenthalts- und Betretungsverboten und zu den Stadionverboten. Das ist was, womit wir uns eigentlich ja jede Woche konfrontiert sehen. Das ist wirklich ein ganz beliebtes Instrument der Polizeibehörden, um Fußballfans an der Teilnahme von Auswärtsspielen zu hindern. Es geht nochmal über ein Stadionverbot hinaus. Im Stadionverbot darf ich die Stadien nicht betreten. Ja, ich darf keine Fußballspiele im Stadion besuchen. Beim Aufenthalts- und Betretungsverbot, wir nennen das Stadtverbot, weil es einfach auch das ausdrückt, was es ist, man darf dann die Stadt nicht betreten. Es ist nicht nur diesen Bereich Stadion, sondern das ganze Stadtgebiet. Das betrifft sowohl Personen mit Stadionverbot, also die können dann nicht ins Stadion, ja sowieso schon nie, wenn sie ein Stadionverbot haben, aber dann können sie auch in diesem gesamten Stadtgebiet sich nicht aufhalten. Aber es betrifft auch Personen, die kein Stadionverbot haben. Als Prognose wird sich dann mal auf vermeintliche Verfahren gestützt, ja, egal ob die jetzt eingestellt wurden, ob das überhaupt eine Straftat vorliegt, ob da ein Freispruch erfolgt ist, das ist völlig egal. Das wäre einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, in den Datenbanken wird das alles gesammelt und dann wird das so als Prognose dargelegt. Und da wird sich immer auf die Einschätzung der sogenannten szenekundigen Beamten verlassen. Also das sind Beamte, Polizeibeamte, die sich vermeintlich gut in der Fußballszene auskennen. Die geben dann Prognose ab, hier, den und den könnt ihr ein Stadtverbot geben, weil da ist zu erwarten, dass die irgendwelche Gewalttaten ausüben. Ja, da werden auch, wie gesagt, solche Identitätsfeststellungen aufgelistet und da entsteht dann, wie gesagt, eine Riesenliste mit irgendwelchen vermeintlichen Verfahren und da spricht man dann auf der Grundlage einfach mal ein Stadtverbot aus. Das ist an sich ein rein präventives Element zur Verhinderung von Straftaten, aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist für jeden Fußballfan ist das eine Repression. Also schon wenn er ins Stadion gehen darf, ist es eine Repression und wenn er dann die Stadt noch nicht mehr betreten darf, dann noch viel mehr, weil er dann nicht immer, kann er nicht immer Stadion angucken von außen, weil viele fahren ja auch trotz Stadionverbot zu den Auswärtsspielen mit. Einige Fans sehen sich damit bei nahezu jedem Auswärtsspiel konfrontiert. Meist kommt das aber so wellenartig. Dann kommen immer bei einem Spiel 30 Stadtverbote und bei anderen Spielen dann wieder gar nichts. Bei den Stadionverboten, da ist es ist noch ein Unterschied, ist zwar auch ein präventives Element, aber da ist meistens eine Straftat schon passiert. Das ist dann noch im Ermittlungsverfahren, also es ist noch nicht immer irgendwie eine Verurteilung da. Und die Polizei geht dann zu dem Verein und sagt hier, das und das soll passiert sein und sprecht doch mal ein Stadionverbot aus, weil der ist gefährlich. Und dann muss halt der Verein entscheiden, ob er das Stadionverbot ausspricht oder nicht. Das wird überall anders gehandhabt. Also es gibt zwar Stadionverbotsrichtlinien, aber jeder Verein handhabt das so ein bisschen anders. Ja, Telekommunikationsüberwachung, ganz heißes Thema mittlerweile. Es hat sich im Fußball komplett etabliert, gibt es präventiv, also da muss noch nicht mal eine Straftat passiert sein, aber vor allem repressiv, damit haben wir es zu tun und vor allem bei sogenannten Raubdelikten, also so Schalziehen. Ja, also gegnerischer Fußballfan hat einen Schal um und ein Fan geht hin und zieht am Schal. Soll ein Raub sein, ist es am Ende meistens nicht. Aber es wird erstmal wegen Raub ermittelt und dann gibt es ganz verschiedene Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Und Telekommunikationsüberwachung ist da mittlerweile Standard. Also es ist eine Totalüberwachung von der Person, aber natürlich auch von anderen Personen, mit denen man da so kommuniziert. Kommt natürlich darauf an, wie man das Telefon benutzt und vor allem wie intensiv. Also da muss sich dann auch jeder selber hinterfragen. Wir haben bisher keine Kenntnis über irgendeine Schadsoftware, die im Fußballkontext eingesetzt wird. Allerdings werden regelmäßig per Hausdurchsuchung sämtliche Telefone beschlagnahmt und dann durch Drittanbieter bearbeitet. Und für uns sind diese Handys dann einfach verbrannt, also die werden dann nicht mehr genutzt, weil wir eben nicht wissen, was damit passiert ist. Ja, Videoüberwachung vor und im Stadion, das ist an sich geregelt im DFB-Papier Leitfaden Videotechnik und Datenschutz im Stadion. Da gibt es so Mindestanforderungen von Kameras, zum Beispiel im Eingangsbereich, aber auch im Kioskbereich. Das kann man sich alles angucken, da gibt es irgendwelche DIN-Normen mit Auflösung von der Kamera, da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Aber das ist schon alles sehr streng geregelt. Es wird immer gefordert, so ein Gesichtsscanner und so eine intelligente Kamera am Stadioneinlass, beziehungsweise im Stadion.
habe ich mir mal so ein Zitat rausgesucht von Uwe Schünemann, das von der CDU, Ex-Innenminister Niedersachsen. Der hat gesagt in der Taz, es war 2018, aber das gilt halt auch weiterhin, der gesagt, wenn Hooligans Krawall beginnen, können die Kameras sofort Alarm schlagen. Ja, und was den Datenschutz angeht, da sei er dann unbesorgt, obwohl die in den Kameras enthaltene Technik eine automatisierte Gesichtserkennung aller aufgezeichneten Personen einschließt, spricht Schünemann von einem geringen Grundrechtseingriff. Ja, kann man sich ja jetzt vorstellen, ne? Gibt ja auch in Berlin hier, gab es ja auch diese Kamerasysteme an den Bahnhöfen oder gibt es vielleicht noch. Und das soll dann halt jeden Stadionbesucher betreffen. Ja, also da fragt man sich dann schon, wo man dann überhaupt gelandet ist. Ja, also man will eigentlich nur ins Stadion gehen und Fußball gucken. Ja, wir als Fußballfans haben es vor allem im Strafverfahren mit sogenannten Super-Recognizern oder Verhaltenserkennern zu tun. Die Verhaltenserkenner, das ist jetzt im Rahmen der EM, wurde das so ein bisschen ins Spiel gebracht. Die sollen an allen Standorten eingesetzt werden, um vermeintliche Gewalttäter zu identifizieren, also Personen, die sich auffällig verhalten. Was auffällig ist, keine Ahnung, bleibt unklar, polizeiliche Willkür ist also vorprogrammiert. Bei den Super-Recognizern, das sind Polizeibeamte, die, also mir wurde das jetzt wirklich so in dem Strafverfahren erklärt, die haben eine besondere Gabe, das sind irgendwelche, also mir wurde das wirklich so erklärt von einer Super-Recognizerin, da laufen im Gehirn biochemische Prozesse ab, das kann niemand erklären. Ja, und da habe ich gefragt, wie vergleichen Sie denn die Person, wenn Sie die identifizieren? Ja, nee, ich mache dann nur so oder so. Also passt oder passt nicht. Ob jetzt die Augen übereinstimmen, so ist egal, sie sieht das und dann sagt sie, oh ja, das passt oder ah nee, es passt nicht. Ja, sie sagt dann, das hat, es gibt so einen Einstufungstest, das hat ein englischer Professor erfunden. Keine Ahnung, ich habe den nochmal gemacht, ich habe ihn auch bestanden. Also kann man wirklich im Internet sich mal raussuchen, kann man diesen Eingangstest machen. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Und dann hat sie noch gesagt, 2% der Weltbevölkerung hätten nur diese Gabe. Klingt jetzt erstmal wenig, 2%. Wenn man sich das auch mal in Zahlen ausrechnet, sind das einfach so viele Leute, die das dann können. Ne? Und warum sollen die ausgerechnet bei der Polizei sitzen? Also ja, für mich ist das... Also man kann sagen, es ist ein Scheinbeweis, aber man kann auch sagen, es ist Hokuspokus. Es sind noch keine Gutachter und es hat an sich auch keinen höheren Stellenwert, aber es gibt dann noch keine Fehlerkultur. Also ich hatte schon mehrere Verfahren, da gab es einfach Fehlidentifizierung und da gibt es dann keine Rückmeldung. Also die gehen davon aus, das, was sie machen, ist richtig. Fehlerkultur gibt es nicht, deswegen haben die eine 100%-Quote. Ja, letztendlich, wenn man... sich dann anguckt, ja, wenn man sagt, also wenn man dann zum Beispiel, nee, ich bin das überhaupt nicht, was muss ich dann machen? Ein anthropologisches Gutachten beantragen. Das sind Wissenschaftler, die vergleichen dann verschiedene Merkmale und dann kann ein Gutachter sagen, okay, das stimmt oder das stimmt nicht. Und das ist dann wirklich Wissenschaft. Ja. Okay, mal so ein kleiner Ausflug. Ja, was uns auch begleitet, sind verdeckte Ermittler, TABOs, das sind Tatortbeobachter und SKBs, das hatte ich vorhin schon gesagt, szenekundige Beamte. Also die sind seit Jahren in verschiedensten Formen in und um Stadion allgegenwärtig. Es gibt auch solche, also wir nennen das so Provokateure, das war Mode, das sind halt Zivis, also Polizeibeamte in Zivil, die sich dann mit gegnerischen Fanutensilien kleiden, also zum Beispiel Schal oder halt auch ein Trikot. Gehen dann mit den Heimfans, also sind als Auswärtsfans verkleidet, gehen dann mit den Heimfans mit und dann biegen sie auf einmal in so eine dunkle Gasse ab, ist dann meistens auch abends, oder in so eine Seitenstraße. Naja, und was passiert dann? Einige lassen sich dann halt doch locken, gehen dann hinterher und sobald die Hand am Schal ist, dann auf einmal sind es dann halt Polizeibeamte. Also da wird wirklich während Straftaten provoziert oder herbeigeführt. Ja, wir haben auch zivile Beamte im Stadion generell, im Gästeblock, also das ist keine Seltenheit. Aber man erkennt die mittlerweile eigentlich auch ganz gut. Ja, und die sogenannten Tatortbeobachter, die sind auch in Zivil unterwegs. Die haben dann vermeintlich eine Straftat beobachtet, heften sich an diese Person dran und die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, also so die dann wirklich so behelmt und ne, in schwerer Montur da im Einsatz sind, die greifen dann bei geeigneter Gelegenheit zu. Genau. Also das
sieht man eigentlich bei jedem Spiel, bei jedem Auswärtsspiel. Ja, um jetzt so den Bogen zu schlagen zur Europameisterschaft. Wie gesagt, für uns macht das jetzt wenig Unterschied, weil wir eh schon damit seit Jahren konfrontiert sind. Es gab eine Aufrüstung der Polizei, das brauchen wir auch nicht abstreiten, das ist längst Realität. Was wir jetzt beobachtet haben, dass polizeiliche Maßnahmen geprobt wurden, also sie haben die intern geübt und dann in der letzten Saison 23/24 dann an den Spieltagen tatsächlich umgesetzt. Beispiel, so eine Massenmaßnahme in Hamburg-Bergedorf, da wurden 855 Personen gekesselt über 7 Stunden. Es wurden Männer gesucht, aber in der Maßnahme waren dann auch Frauen drin, die wurden auch nicht gehen gelassen. Letztendlich hat man dann von 31 Personen die Personalien aufgenommen. Das waren wirklich ganz schlimme, prekäre Verhältnisse. Wir haben auch einen Saisonbericht geschrieben, wer sich da interessiert dafür, da ist das auch nochmal detailliert nachzulesen und auch andere polizeiliche Maßnahmen, die da so eskaliert sind in der letzten Saison. Genau dieses Szenario in Hamburg-Bergedorf wurde kurz zuvor von der Polizei halt geprobt. Ja, das ist auch bekannt. Und da gab es natürlich den Vorwurf, dass das halt die Vorbereitung auf die EM war. Es wurde nie bestätigt, aber es wurde auch nie dementiert. Genau, es gab dann im Vorfeld der EM auch Vorschläge vom Justizministerium nach Schnellgerichten, also beschleunigte Verfahren direkt vor Ort im Stadion. Finde ich äußerst problematisch, weil diese Fußballverfahren sind selten einfach. Wir haben es meistens mit Polizeibeamten als Zeugen zu tun, die dann einen Haufen Vermerke schreiben und dann natürlich auch als Zeugen aussagen. Und die sind entsprechend geschult und auch immer mit Videoaufnahmen. Und das dann in paar Stunden sich alles anzugucken und mit dem Mandanten zu sprechen, das funktioniert so einfach nicht. Deswegen ist das für mich auch nicht rechtsstaatlich. Was wir auch problematisch gesehen haben, war im Vorhinein, dass die Frau Faeser, die hatte Fußballfans mit Terroristen verglichen. Also die hat dann, Zitat, hat sie gesagt, und dann sind da auch noch Hooligans und islamistische Gefährder, mit ihnen laufen bereits Gefährderansprachen und es werden Aufenthaltsverbote erteilt. Also, ne, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass da Fußballfans, die werden ja natürlich als Hooligans bezeichnet, in einen Topf geschmissen werden mit islamistischen Gefährdern, dann ist das schon höchst problematisch, wenn sowas aus dem Ministerium kommt. Ja, ich habe jetzt im Vorfeld, gerade heute, habe ich noch bei YouTube so eine Doku gesehen, da ging es um die UEFA-Ticket-App. Und ich konnte das eigentlich gar nicht loben, aber eigentlich dürfte mich das nicht mehr überraschen. Das sind die EM-Tickets, wenn ich dann ins Stadion gehen will, ne, zum EM-Spiel, ist das in dieser App hinterlegt. Und diese App sendet anonym die Standortdaten an die Polizeileitstelle, also so eine Zentrale. Und dann gibt es da so eine Karte, das sah wirklich aus wie so eine Wetterkarte, so Gewitter oder Regen oder so. Und dann sehen die dort, ah okay, jetzt in der Innenstadt, da bewegen sich so und so viele Fans, die jetzt gleich zu dem und dem Spiel gehen. Also dieses ganze Ausmaß von der EM, das können wir jetzt, die läuft ja jetzt noch ein bisschen, können wir jetzt so nie absehen. Das werden wir jetzt alles, sind wir auch dabei zu sammeln, sämtliche Berichte, die es da so gibt. Und dann werden wir am Ende dann ein Fazit ziehen. Genau. Ja, vielen Dank. Dankeschön, Linda. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wird Tom einmal rumgehen und euch das Mikrofon ins Gesicht halten. Denkt dran, dass wir nicht so viel Zeit haben in dieser Fragerunde. Und am Ende könnt ihr noch diskutieren, weil die meisten Vortragenden sind dann auch da die ganze Zeit. Bist du leise? Nee. Genau. Genau. Fragen an Linda? Also was ich finde, ist, dass es so viele Methoden gibt und so viele Varianten, was man machen kann. Denkst du oder weißt du davon, dass es in anderen Bereichen wie Demonstrationen oder Konzerten oder Festivalsachen auch angewendet werden kann oder wird? Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drin in der Thematik. Also klar, im politischen Kontext auf jeden Fall. Telekommunikationsüberwachung ist Standard in den Strafprozessen, ja, wo es einfach um schwerere Delikte geht. Ja. Aber so das ganze Ausmaß, das kann ich jetzt für andere Bereiche nicht wirklich einschätzen.
Ja, das passt eigentlich ganz gut dazu, weil mit Super Recognizer hat man es auch manchmal irgendwie in so Klimagerechtigkeits- und Demoszene zu tun. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie das rechtlich geregelt wird. Ich habe es nicht ganz verstanden, ob die quasi gleichgestellt sind mit normalen Zeugen oder ob sie als Polizeibeamte einfach aussagen oder, weil es ist ja kein wirklich höherwertiger irgendwie Identifizierungsschluss oder was auch immer. Also das sind ja Polizeibeamte, die haben diesen Test gemacht und haben den wohl bestanden und werden dann in diesem Bereich Wiedererkenner eingesetzt. Und das sind ganz normale Polizeibeamte und treten ganz normal als Zeugen auf. Also keine Sachverständigen oder so, ganz normale Zeugen, die dann angehört werden. Und dann wird halt gefragt, ja, wie haben sie den denn wiedererkannt? Und ja, dann erzählen die halt über ihr Hokuspokus. Okay, ich wurde unauffällig von der Regie aufgefordert, zurück ins Bild zu gehen. Ich glaube, da hinten ist noch eine Frage. Einmal warten kurz, sonst hören die im Stream nichts. Deswegen, Dankeschön. Haben wir noch Zeit? Dann stelle ich noch kurz eine Frage. Moment. Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass es so intransparent ist, das ganze System, auch mit den Gewalttätersport. Hm. Ist das sowas, was man einfach abfragen kann? Also so von wegen, ich habe den Verdacht, dass... Und jetzt frage ich mal nach, oder rücken die das dann auch nicht raus? Also die müssen das rausrücken. Ja, das sind ja personenbezogene Daten, die da gespeichert werden. Und dann stellt man ein Auskunftsersuchen und dann bekommt man relativ zeitnah. Also es sollte innerhalb von 3 Monaten dann beantwortet werden. Bei der Datei Gewalttätersport, da funktioniert das auch ganz gut. Und ja, kann man einfach ein Auskunftsersuchen stellen. Genau. Wir haben auf unserer Seite, also von der Schwarz-Gelben Hilfe, auch mittlerweile so einen Generator für LKA Sachsen und die ganzen Bundesländer und eben auch Datei Gewalttätersport. Ja, ich habe eine Anschlussfrage da dran. Wenn ich so ein Auskunftsersuchen mache, müssen die mir dann sagen, in welchen Datenbanken ich bin? Oder muss ich erstmal wissen, dass es diese Datenbank gibt und dann spezifisch danach nachfragen? Also ich kann ja, ich sag mal, an Facebook schreiben, bitte schick mir alle Daten, die ihr von mir habt oder so. Genau, also es muss dann gezielt, zum Beispiel beim LKA Sachsen, gibt es wieder verschiedene Datenbanken und da bekommt man dann die Auskunft da aus diesen Datenbanken. Ob die jetzt alles preisgeben, das weiß ich nie, wage ich auch zu bezweifeln. Und bei der Datei Gewalttätersport, also muss man wirklich gezielt dann die anschreiben, genau. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich bei Linda Röttich und ihr vielleicht auch mit einem Applaus. Yay. Dankeschön. Genau. Danke.